Leute, ja, damit willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo. Wir reagieren heute auf die 10 ältesten Menschen aller Zeiten. Das Video ist von der Weißen Eule, das heißt, schaut mal vorbei, Link in der Beschreibung, abonnieren und lasst mal einen Daumen nach oben da. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Verschiedenen Artikeln zufolge wird die Lebenserwartung in Zukunft weiter steigen. Erst seit den 1900er Jahren gibt es in vielen Ländern ordnungsgemäße Nachweise, wie zum Beispiel Geburtsurkunden. Es gibt tatsächlich Menschen, die behaupten, dass sie vor dieser Zeit geboren wurden. Einige davon wurden offiziell vom Guinness-Buch der Rekorde bestätigt, aber für andere Fälle gibt es nur Teilnachweise. Heute haben wir eine Liste mit den 10 ältesten Menschen aller Zeiten zusammengestellt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Kane Tanaka ist eine japanische 117. Wow. 117 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, 117, das ist fucking alt, wenn man jetzt mal so überlegt, ne? Eine Frau, die am 2. Januar 1903 geboren wurde und 117 Jahre alt ist. Sie ist offiziell der älteste lebende Mensch, bestätigt durch das Guinness World Records. Offiziell bestätigte älteste lebende Mensch. Sie lebt auf der japanischen Insel Kyushu in einem Dorf namens Yatsushiro. Die meiste Zeit ihres Lebens arbeitete sie in einem Laden, in dem sie Shiruko, Reiskuchen und Nudeln verkaufte, zusammen mit ihrem Mann Hideo, den sie 1922 heiratete. Als ihr Mann und ihr Sohn nicht mehr lebten, arbeitete sie weiter in dem Leute, es muss ja komplett, ich will mir gar nicht vorstellen, wie dieses Gefühl sein muss, wenn man seinen eigenen Kinder überlebt. Das muss ja komplett schrecklich sein, weil normalerweise ist es ja, was heißt normalerweise, klingt auch so, die Kinder, die Eltern überleben und nicht die Eltern, die Kinder. Also, ne? Im Laden und ging im Alter von 63 Jahren in den Ruhestand. Im Juli 2018 erzählte sie uns in einem Interview, dass sie gerne 120 Jahre alt werden würde. Ihre Langlebigkeit verdankt sie ihrem Glauben an Gott und sie liebt Süßigkeiten, Schokolade, Softdrinks und trinkt 3 Tassen Kaffee am Tag. Am 9. März 2019 erhielt Kane Tanaka offiziell die Titel der ältesten lebenden Frau und des ältesten lebenden Menschen der Welt, was durch ihre Geburtsurkunde bestätigt wird. Boah. Nummer 9. Jeanne-Louise Calment war eine 120-jährige Frau, die am 21. Februar 1875 geboren wurde und in der französischen Stadt Arles lebte. Laut Guinness World Records ist sie der älteste Mensch, der je gelebt hat, basierend auf einer offiziellen Dokumentation ihrer Geburtsurkunde. Es gibt jedoch Zweifel an dieser Geschichte, denn russischen Forschern zufolge könnte Jeans Tochter 1934 aus finanziellen Gründen die Identität ihrer Mutter übernommen haben. Jeans einzige Tochter namens Yvonne soll 1898 geboren worden sein. Wenn sie also die Geburtsurkunde ihrer Mutter übernommen hat, wäre sie eigentlich nur 99 statt 122 Jahre alt geworden. Andere Forscher sind der Meinung, dass Jeans Lebensgeschichte und Dokumentation korrekt sind. Die Frau sagte in einem Interview, dass sie sogar den berühmten Maler Vincent van Gogh getroffen habe und ihn hässlich und unhöflich fand. Außerdem soll sie aus einer wohlhabenden... Wann hat Van Gogh gelebt? Okay, Leute, Vincent van Gogh lebte ums 19. Jahrhundert rum und starb 1890, okay? Gut, könnte sie geschafft haben. ...habenden Familie stammen und ein ruhiges Leben geführt haben, das aus Schwimmen, Radfahren, Tennisspielen und Operngesang bestand. Nummer 8. Was kommt hier? Leute, mal kurz so eine Frage. Was denkt ihr, ist der älteste Mensch auf dieser Liste? Ich tippe ja so, weil wir ja schon bei 122 sind, 130. Wir sind bei den inoffiziellen Aufzeichnungen angelangt. Diese Personen konnten zwar Dokumente vorweisen, die ihr Alter angeben, aber es war keine offizielle Geburtsurkunde, die für die Aufnahme in das Guinness-Buch der Rekorde erforderlich ist. Nguyen Thi Tru war eine 123 Jahre alte Vietnamesin, die angeblich am 4. Mai 1893 geboren wurde und 2011 offiziell in die vietnamesischen Rekorde aufgenommen wurde. Sie besaß keine Geburtsurkunde, aber einen Personalausweis, auf dem ihr Geburtsdatum vermerkt war. Die Frau wuchs von klein auf im Bezirk Binh Chan in Vietnam auf und arbeitete als Landmädchen genauso viel wie die Männer. Sie half beim Graben von Tunneln und kochte Reis für die Versorgung der Soldaten. Sie sagte, ihr Geheimnis für ein langes Leben sei es, optimistisch zu bleiben, anderen Menschen zu helfen und sich dabei entspannt und glücklich zu fühlen. Mhm. Nummer 7. Coco Istanbulova ist eine 129 Jahre alte Frau, die am 1. Juni 1889 geboren wurde
und in Tschetschenien, einer Republik in Russland, lebte. Laut ihrem russischen Reisepass und ihrem Rentenregister war dies auch korrekt. Leider gibt es keine anderen Beweise für ihr Alter. Die Frau erzählte einem lokalen Nachrichtensender, der einzige Tag, an dem sie sich glücklich gefühlt habe, sei der gewesen, an dem sie mit ihren eigenen Händen ein Haus gebaut habe. Sie war sehr stolz auf ihre harte Arbeit und nannte es das beste Haus der Welt. Lokalen Berichten zufolge ist die Gegend, in der die Frau lebte, für ihre Langlebigkeit bekannt. Und auf die Frage, was das Geheimnis ihres langen Lebens sei, antwortete sie, es sei Gottes Wille. Sie Ja, okay, also verständlich irgendwo. Kann man, lebt die noch? Weil sie, also, was heißt, sie ist recht alt, aber sie ist recht alt. 129 Jahre. Also, hier kommen noch ein paar Leute, ne? Ich schätze mal, die 130 überschreiten wir gleich. Sie erzählte, dass sie andere Menschen sah, die Sport trieben und spezielle Lebensmittel aßen. Aber sie tat nichts davon und trank ihr ganzes Leben lang fermentierte Milch. Ui, ich trinke auch Nummer fermentierte 6. Milch, jetzt hab nur noch. Sahan Dosova war eine 130 Jahre alte Frau, die am 27. März 1879 geboren wurde und in Karaganda, einer Stadt in Kasachstan, lebte. Die Frau wurde bei einer Volkszählung entdeckt. Das bedeutet, dass die Regierung Alter, Geschlecht, Familienstand, Beruf und Religion in einem bestimmten Gebiet erfasst. Leider hat die Frau keine offizielle Geburtsurkunde, weil es sie damals noch nicht gab. Man fand jedoch Dokumente aus der ersten Volkszählung, die 1926 durchgeführt wurde. Aus diesen Listen geht hervor, dass die Frau 47 Jahre alt war. In ihrem sowjetischen Reisepass und in ihrem Personalausweis ist das Geburtsdatum ebenfalls mit 1879 angegeben. In einem Interview mit AP im Jahr 2009 wurde deutlich, dass die Frau nicht mehr sehr gut hören kann, aber sie begrüßt ihre Gäste immer mit einem Segen. Obwohl sie nicht über die richtigen Dokumente verfügt, um in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen zu werden, glauben ihre Familie, ihr Arzt, die Regierung von Kasachstan und Guinness selbst, dass sie die Wahrheit sagt. Nummer 5. Was kommt jetzt? Ali Mihan Seviti 100. War eine 132 Jahre alte Frau, die am 25. Also das muss ja ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, weil ich weiß nicht, wie dieses Gefühl sein muss, wenn man über ein Jahrhundert gelebt hat. Juli 1886 geboren wurde und in der chinesischen Stadt Kashgar nahe der Grenze zu Kirgisistan lebte. Das ist irgendwie interessant, das sind alles irgendwie Thailänder, Chinesen, also woran liegt das da, weißt du, für Reis essen oder wie? Keine Ahnung, ich ziehe nach China dann lebe ich auch, dann mache ich den YouTube-Kanal hier 100 Jahre lang. Am 15. August 2013 berichtete die chinesische Zeitung Xinjiang Daily, dass die Frau über Dokumente verfügte, in denen das Jahr 1886 angegeben war. Aber chinesische Geburtsurkunden gelten im 21. Jahrhundert generell als unzuverlässig, sodass diese Behauptung unbestätigt bleibt. Ali Mihan verkleidete sich gerne selbst und sagt, sie sei nie im Krankenhaus gewesen. Auch im hohen Alter arbeitete sie weiter. Zum Beispiel fütterte sie Hühner auf ihrem Bauernhof. Ihr Geheimnis für ein langes Leben sei es, das ganze Jahr über kaltes Wasser zu trinken. Außerdem verdankte sie ihr relativ junges Aussehen dem Waschen ihres Gesichts. Sie soll auch viel getanzt haben, um sich fit zu halten. Tanzen kann ich nicht. Nummer 4. Was kommt jetzt? Tute Yusupova war eine 134 Jahre alte Frau, die am 1. Juli 1880 geboren wurde und in Usbekistan, einem Land in Zentralasien, lebte. Im Jahr 2009 wurde ihr Alter vom Präsidenten Usbekistans in einer Umfrage unter den 100-Jährigen ermittelt. Ihre Geburtsurkunde und ihr Reisepass wurden vom Vorsitzenden des Ministerrats genehmigt, der die Informationen angeblich an Guinness World Records weiterleitete. Aber anscheinend wurde noch immer noch nichts damit gemacht. Artikeln zufolge soll Usbekistan zu den gesündesten Ländern der Welt gehören, da in dem 30 Millionen Einwohnerland über 8700 Menschen leben, die älter als 100 Jahre sind. Die Frau. Hä? Was? Da sollen Menschen leben, die älter als 100 Jahre sind. In dem ganzen Land. Irgendwie ist das Land dafür bekannt, irgendwie? Okay. Seltsam. Frau bekam 2010 auch ihren eigenen Dokumentarfilm mit dem Titel Witness to Three Centuries. Das Geheimnis ihrer Langlebigkeit soll darin liegen, dass sie auf ihrer Farm hart arbeitete. Den gucke ich mir an, den Film. Den gucke ich mir arbeitete an. Arbeitete und ein ehrliches Leben in Gesellschaft guter Menschen führte. Nummer 3. Bir Narayan Chauhan. 102 und. Wow. Die ist beinahe 150, die war, ist, keine Ahnung, beinahe 150 Jahre alt. WTF, Leute. Ich meine, das muss man sich mal wirklich vorstellen. So alt zu sein, das ist,
Also Respekt an diese Leute, die das schaffen. Also mir wird schon reichen, wenn ich gerade mal 100 werde. Was ich wahrscheinlich nicht werde. Wow. Ari war ein 142 Jahre alter Mann, der behauptet, im Jahr 1856 in Itahari, Nepal geboren worden zu sein. Bir wurde in den 1990er Jahren im nepalesischen Fernsehen wegen seines Alters berühmt und 1997 wurde er sogar vom König von Birendra für seine Langlebigkeit geehrt. Leider hatte Bir keine Dokumente, um dies zu beweisen, aber es gab viele Dorfbewohner, die seine Behauptung bestätigen konnten. Außerdem wurde sein Alter durch archäologische Untersuchungen der nepalesischen Regierung sorgfältig überprüft. Der Mann neben ihm auf diesem Bild ist sein jüngster Sohn, der 80 Jahre alt ist. Leider war dies für Guinness kein ausreichender Beweis, um ihn ohne Geburtsurkunde in die Liste aufzunehmen. Aber so etwas wie eine Geburtsurkunde gab es 1856 in Nepal einfach nicht. Ja. Nummer 2. Was kommt jetzt? Mba Goto, auch bekannt als Großvater Goto, war ein 146 Jahre alter Mann, der am 31. Dezember 1870 auf Java, einer Insel in Indonesien, geboren wurde. Mba Goto konnte sich nicht an sein Geburtsdatum erinnern, aber er sagte, er erinnere sich an den Bau einer Zuckerfabrik in den 1880er Jahren. Er lebte mit seinem 46-jährigen Enkel zusammen. Alter, der sieht, also, er soll ja sich respektlos wirken, ne? Aber der ist... Der sieht, also wahrscheinlich wird jeder so aussehen, wenn er so alt ist, aber der sieht ja komplett aus wie eine Leiche in dem Sinne. Eine wandelnde Leiche, kann man schon fast sagen, so, ne? Also es ist, also krass, was diese Leute, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll dazu. Und verbrachte die meiste Zeit damit, Radio zu hören. Geburtsurkunden wurden bis zum Jahr 1900 nicht aufbewahrt, aber den örtlichen Behörden zufolge ist der Ausweis des Mannes echt. Sein Geheimnis der Langlebigkeit soll Geduld gewesen sein. Und weil er Menschen in seinem Leben hatte, die ihn liebten und sich um ihn kümmerten. Die örtlichen Behörden wollten ihm helfen, in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen zu werden, aber leider ist dies nie geschehen. So, was jetzt, Leute? Jetzt bin ich echt gespannt. Was kommt jetzt? Wir hatten 146 auf Platz 2. Was kommt jetzt auf Platz 1? 200? Nummer 1. Li Xingyuan war ein Mann im Alter von 196 oder 256 Jahren und wurde laut verschiedener Dokumente von 196 oder 256. Der war entweder ein Mann im Alter von 196 oder 256. Was? 50 Jahren und wurde laut verschiedener Dokumente 1677 oder 1736 geboren. Auf den ersten Blick. Warte mal, wenn der 1600. Wann? Dokumente 1677 oder 1736. 1677, dann müsste er über 300 Jahre alt sein. Das kann ja dann aber schon mal nicht sein. 1700 wird hinkommen. Aber wenn der 1677 geboren ist, dann ist er ja über 300 Jahre alt. Und ich bezweifle sehr, sehr stark, dass jemand so alt werden kann. Also, Respekt. Also, hä? Das ist doch mal, es ist, also, alles andere habe ich jetzt so halbwegs geglaubt, ne? Aber bei allem, was über 200 Jahre geht, hört bei mir auf, weil, ganz ehrlich, irgendwann muss der Körper doch aufhören zu funktionieren. Oder? Keine Ahnung, ich bin kein Arzt. ...sich geboren. Auf den ersten Blick mag man denken, dass dies nicht möglich sein kann. Ja? Aber selbst die Website Snopes, die dafür bekannt ist, Fakten zu überprüfen und Geschichten zu entkräften, konnte nicht feststellen, ob diese Behauptung wahr ist. Li Xingyuan verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in den Bergen und übte Qigong. Qigong ist eine Mischung aus Meditation, Atmung, Körperhaltung und Bewegung, die für Gesundheit, Spiritualität und... Das soll ja wirklich gehen. Also es gibt ja wirklich Mönche oder sowas, die seit Jahrzehnten meditieren und sich nicht bewegen, dadurch leben und so weiter und ganz, ganz wenig... Lebensmittelbraun oder irgend sowas, keine Ahnung. Habe ich schon mal irgendwas von gehört. Kampfsporttraining eingesetzt wird. Er ernährte sich von selbst hergestellten Kräutern und Reiswein und soll gesagt haben, dass jeder ein Jahrhundert leben kann, wenn er innere Ruhe findet. Das Seltsame an dieser Geschichte ist, dass die New York Times 1928 darüber schrieb, dass die damals herrschende Qing-Dynastie ihm zu seinem 150. und 200. Geburtstag gratulierte. Irgendwie mysteriös.
Es gab echte Dokumente darüber und aus Familienunterlagen ging auch hervor, dass der Mann im Jahr 1677 geboren wurde. Ob diese Geschichte nun wahr ist oder nicht, sie ist auf jeden Fall interessant. Würdet ihr gerne so alt werden? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Genau, Leute, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Video nochmal anschauen wollt, Link ist in der Beschreibung, genauso wie der Kanal. Alter, Leute, WTF. Was kann man, hier, ich höre auf, irgendwie irgendwas aus diesem Scheiß schlussfolgern zu wollen. Also mir reicht's, wenn ich 100 Jahre alt werde, Leute, ne? Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie alt werdet ihr gerne? Oder wie alt würdet ihr gerne werden? So, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut bei der Weißen Eule vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.